Folge von heute. Heute machen wir mal wieder was anderes. Heute kochen wir mal wieder. Heute habe ich aber eine schöne Schüssel hier. Die hört man auch. Keine Plastikschüssel. Und ich brauche sogar mein Handy heute als Rezeptbenutzer. Und das Rezept dauert relativ lange, deswegen beeilen wir uns mal. So, wir sollen jetzt am Anfang erstmal die Hefe in diese Schüssel geben. Und da steht sogar, wir sollen zwei Hefewürfel nehmen. Das finde ich aber ziemlich viel. Deswegen kommt bei mir ein bisschen weniger rein, weil ich weiß, was Hefewürfel ausmacht. Also bei mir kommt ungefähr ein und ein halber Hefewürfel rein. Ein bisschen Zucker und ein bisschen Salz soll jetzt rein. Also 5 Löffel Zucker und 2 Löffel Salz. 2. Obwohl, mir fällt gerade ein, die Hefe macht ja alles locker. Ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt zu wenig mache, ob das nicht alles ein bisschen zu feste wird. Ja, und aus dem Sinne haben wir noch Eis rein. So, ist mir jetzt scheißegal. Wir haben jetzt ungefähr 2 Hefewürfel drin und etwas Wasser. Und das Ganze soll man ein bisschen verrühren. Ich weiß nicht, Hefe ist allgemein was Komisches. Es ist und hat was Komisches an sich. So, als nächstes sollen wir uns ein Gemisch aus Butter, Eiern und Milch machen. Und da kommt, die Butter habe ich hier schon drin, 100 Gramm ungefähr. Und hier kommt jetzt ein halber Liter Milch rein. Die habe ich schon auch gemacht. Nicht bescheuert. Oh, die kommt jetzt hier rein. Und 4 Eier. Und dann lasse ich euch erstmal wieder alleine, denn ich muss erstmal in den Herd. Da möchte ich euch nicht mitnehmen, man muss ja alles umbauen. Außerdem seid ihr mir jetzt schwer. Deswegen. So Leute, jetzt der Tisch ist wirklich abgeräumt. Ich habe nur noch wenige Sachen hier. Und jetzt kommt nämlich erstmal diese Mehl. Das muss ich nochmal gucken. Also erst das Mehlzeug. Obwohl ich denke, der Unterschied bringt nichts dabei. Oh, können wir ja schon mal so ein bisschen unterrühren. Und auf dieses Mehl kommt jetzt das Ei, Milch, Gedöns hier, das aber lauwarm sein soll. Ja, ein bisschen angebrannt ist es auch, aber ja, ich bin weniger die Sorgen drum. Das Ganze jetzt mit der Hand durchkneten. Ah, das ist nicht lauwarm, das ist heiß. Hoi, hoi, hoi. Hey, 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 hey. Oh. Oh. Ja, genau. So mag ich mein Bad lauwarm. So geht das natürlich auch. Es ist keine Handmischung, aber ich glaube, dass das zählt trotzdem dazu. Es ist natürlich klumpig, aber da muss ich gleich nochmal ran. Dann ist aber hoffentlich ein bisschen ausgekühlt. Ich muss es sagen, ich finde es sehr flüssig. Aber irgendwas ist bei euch hier falsch. Wer weiß, vielleicht durch das Aufgehen der Hefe wird das vielleicht noch ein bisschen fester. Aber ich habe nicht zu viel Milch, vielleicht ein bisschen zu viel Butter, das weiß ich nicht. Aber dann muss ich ein bisschen Mehl nachführen. Aber ich glaube, das ist nicht das Schlimmste, ein bisschen Mehl nochmal reinzumachen. Ich würde mal sagen, das lasse ich jetzt erstmal doch ein bisschen ruhen und dann gucken wir mal weiter. So, jetzt seht ihr leider nur meine Hände, aber jetzt kommt die komplizierteste Phase. Ich habe das hier ein bisschen geteilt, ihr seht es ja. Das Ölen. Und ich weiß nicht, wie groß die am besten gemacht werden. Gemacht werden sollen. Aber wir probieren es. Also komisch sieht es aus. Und es sieht mir mehr so aus wie ja, so ein Quarkkeulchen. Die könnte man eigentlich auch mal machen. Habe ich eigentlich auch nichts dagegen. Aber es geht ja um den Geschmack und nicht um das Aussehen. Und ob ich da immer noch einen Bonus bekomme, ist eine gute Frage. So, es ist soweit. Den ersten nehme ich jetzt hier raus. Und komisch sieht es immer noch aus. Und den werde ich jetzt, so wie ich heute spiel ich bin, hätte ich hier schon was auslegen müssen. Und drauflegen. Der zweite, naja, okay. Machen wir mal weiter hier. Können wir irgendwann mal fertig werden hier. Das Wichtigste ist ja, sehen tut den jetzt nicht, aber Leute, wenn das kein Pfannkuchen ist,
Naja. Das ist eine Mensi-Eigenkreation. Ah, hier drin ist noch roh. Ja. Das ist scheiße. Aber. Keine Ahnung, was das ist. Das ist eine Mensi-Eigenkreation hier jedenfalls. Und das steht fest. Das schmeckt irgendwie... Warum schmeckt denn das? Ich habe keinen blassen Schimmer. Gut Leute, ich werde hier mal weitermachen. Ich würde sagen, wenn euch der ganze Spot gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, wenn ich einen Daumen nach unten, schreibt mir in die Kommentare, was ihr als nächstes backen, kochen und sonst was soll. Das hier würde ich dir nicht empfehlen. Alles, was ich irgendwie mache, empfehle ich überhaupt nicht weiter. Letztens ging ja einigermaßen. Was hiermit ist. Keine Ahnung, Klappe zu, Affe tot, ciao.